Am frühen Abend ist es im Zoo schon ruhig. Doch im Rote-Liste-Zentrum ist noch was los. Am Terrarium werden letzte Werte überprüft. Für wen wird das denn heute gemacht? Genau, heute setzen wir die sudanesischen Büffelkäfer in das Terrarium von unseren himmelblauen Zwergtaggeckos. Vor wird nochmal ein letztes Mal praktisch die Temperatur überprüft, ob auch wirklich alles in Ordnung ist. Das haben die Tierpfleger natürlich die letzten Tage auch gemacht, aber safety first. Ja, und am Ende sollen dann noch äthiopische Büffelkäfer mit einziehen, sodass wir praktisch in dem Terrarium drei Arten zeigen. Genau, die Büffelkäfer sind praktisch als nicht beurteilt in der roten Liste geführt, repräsentieren dafür einen Großteil der Wirbellosen, wo leider über die Populationsdichten nicht sehr viel bekannt ist. Also hier ist noch großer Forschungsbedarf. Hier besteht natürlich das besondere Risiko, dass Arten von uns unbemerkt komplett verschwinden. Wird es denn bei so vielen Käfern auch mal Nachwuchs im Terrarium geben? Ja, also in der Schau werden nur männliche Büffelkäfer zu sehen sein. Das hat zwei Vorteile. Zum einen kommt es dadurch nicht zu einer Kreuzung, weil beide Arten könnten sich vermischen. Und zweitens muss man gerade bei der Zucht des Öfteren den Bodengrund, wo die Larven ja leben und von dem sie sich ernähren, austauschen. Und das würde natürlich immer die Pflanzen und auch die Geckos stören. Und dementsprechend wird praktisch hinter den Kulissen die Zucht stattfinden. Und in der Schau werden dann die Männchen zu sehen sein. Beide Arten sind auch sehr gut auseinanderzuhalten. Sie sind unterschiedlich gefärbt. Und auch das Horn, was die Tiere bei den Büffelkäfern eben, die Männchen haben, ist auch bei diesen beiden Arten unterschiedlich geformt. So gewöhnen sich die ersten drei Büffelkäfer also an ihr Terrarium und lernen bei ihren Klettertouren vielleicht auch schon die Geckos kennen. Für die Besucher heißt es noch etwas abwarten, bis dann auch die Tierhäuser wieder geöffnet werden dürfen. Bis dahin werden die Käfer sich schon heimisch in ihrem neuen Terrarium fühlen.